Hi Leute, ich begrüße euch zum ersten Review von der Revive 45. Nach knapp 3 Monaten dachte ich mir, hau jetzt mal einen raus, was für Erfahrungen gemacht hast, wie das Ganze gelaufen ist. Gleich davon mehr nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, die Pumpe ist jetzt seit knapp 3 Monaten bei mir im Einsatz und ich muss pauschal sagen, ich bin von dem Gerät begeistert. Jetzt ist es so, dass die Pumpe bei mir ja im Becken als einzige, ich sag mal, Oberflächenpumpe läuft. Das heißt aber nicht, dass eine einzige Pumpe ausreichen würde in diesem großen Becken. Ich habe ja noch weitere Pumpen laufen. Ja, die sind im Riff versteckt. Ich blende euch die verschiedenen Pumpen noch mal kurz ein. Aber die Hauptarbeit, um jetzt übers Riff drüber zu strömen, hinten gegen die Wand, runter und dann wieder vorne am Riff vorbei, das macht diese Pumpe ganz alleine. So, jetzt sind mir am Anfang einige Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, macht noch mal ab, schauen wir mal. Das war zum einen die Lautstärke. Und zwar einmal beim normalen Laufen bzw. beim Pulsen. Und das hat sich definitiv gebessert. Also die Pumpe ist nach einer gewissen Zeit ist sie sehr viel ruhiger geworden, sehr viel leiser geworden. Und es ist im Endeffekt auch so, dass sie immer noch zu hören ist. Und ich sag mal, es ist erträglich. Es ist jetzt nicht schlimm, sie ist nicht super unhörbar, aber sie ist aber auch nicht vollkommen laut. Also laut kann man nicht sagen. Man hört sie. Wenn es wirklich im Raum ganz ruhig ist und die fängt an zu pulsen, und momentan pulst die bei mir auf 100%, dann hört man sowas. Aber das ist eigentlich normal, das ist bei allen Pumpen so. Also ist es eigentlich auch kein Nachteil. Die macht definitiv einen guten Job. Was mir aufgefallen ist, es ist so, ich musste sie nach knapp anderthalb auf 2 Monaten etwas höher regeln. Ich hatte bis dahin nur 80% Leistung eingestellt und die läuft jetzt bei mir auf 100%. Hat im Endeffekt damit zu tun, dass der Motor halt nach einer gewissen Zeit zuschleimt, beziehungsweise dass da halt Dreck drin ist. Wie das mit dem Motor genau funktioniert zum Reinigen, habe ich auch von einigen gehört. Ja, wie geht denn das eigentlich? Ist ja nirgendwo so wirklich zu ersehen. Zeige ich euch auch gleich noch im weiteren Verlauf dieses Videos. Und ich habe gemerkt, wenn meine Nährstoffe im Becken dementsprechend niedriger sind, also wenn ich mit sehr niedrigen Werten fahre, dann bleibt die Pumpe länger sauber, also sprich der Motor innen drin. Ist natürlich auch verständlich, wenn ich mehr Dreck im Becken habe, dann kann sich natürlich auch dementsprechend schneller was im Motor ansammeln und an Bakterien filmen und somit dann ein wenig auch die Leistung drosseln. Aber ich habe gemerkt, im Endeffekt die Leistung, die ich im Endeffekt für mein Becken haben möchte, ist bei einem gereinigten, bei einer gereinigten Pumpe liegt die bei 80%. Und ich könnte im Prinzip, wenn die Pumpe dann jetzt längere Zeit läuft, müsste ich die dann hochregeln auf bis zu 95 bis 100%. Also 15 bis 20%, so Pi mal Daumen, je nachdem wie dick der Bakterienfilm ist. Aber ich denke, das ist normal, das ist auch bauartbedingt. Ich weiß es nicht, habe jetzt keinen direkten Vergleich zur Gyre, wie das da bei der ist, aber ich habe gehört, die fällt um sehr viel mehr ab. Aber wie gesagt, das ist nur Hörensagen, das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Also Fakt ist, 15 bis 20% Leistungsverlust nach knapp 2 Monaten, da kann ich mit leben. Das ist in Ordnung, das ist für die Breite, was sie im Prinzip bewegt, auf der Breite halt von, lass mich nicht lügen, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, 45 cm. Diese Breite, so breit ist die Pumpe, bewegt die Walzen und das passt im Prinzip. Alles soweit okay, denke ich. Dann gab es noch Probleme mit der App, habe ich gehört hier und da, dass die Leute sich nicht anmelden konnten. Da ist definitiv ein Bug im System und den kann man umgehen. Ich sage jetzt mal, wenn ihr hier in Deutschland seid und euch anmelden wollt, stellt auf Österreich. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht, ist so.
ja, beim Anmeldeland Österreich nehmen und nicht Deutschland, und dann sollte die Anmeldung da auch dementsprechend funktionieren. Gut, das ist erstmal so zu dem allgemeinen Thema, was die Pumpe kann, was sie gemacht hat, wie sie aussieht. Wie sie aussieht, gucken wir uns jetzt gleich an, und wie sie sich reinigen lässt, schauen wir dann auch beim Zerlegen bzw. beim Reinigen des Geräts. Bis gleich vorm Aquarium. So Leute, gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen wollte, und zwar an der App hier. Bei den Schnellfunktionen, die hier unten eingeblendet sind, die muss man separat aktivieren, damit die auch funktionieren. Darüber geht man im Prinzip dann, wenn man hier im Hauptmenü ist, hat man hier unten Schnellfunktion ändern, und dann kann man bei der Fütterungszeit dementsprechend dann hier die Zeit einstellen bzw. aktivieren, länger halten. Na, genau, da haben wir es. Und dann kann man die entsprechende Zeitdauer einstellen. Und haben wir da oben 7 Minuten stehen, dann gehen wir auf Anwenden und dann wird das Ganze übernommen. Genau das gleiche Prinzip ist bei Wartung und Not aus. Diese Funktionen müssen aktiviert sein. Das ist der normale Zustand. Da muss ein Haken drin sein, dann können wir wieder zurückgehen und dann funktioniert das erst. So, ich gehe jetzt hin und baue die Pumpe aus und stelle diese auf Wartung. Das heißt, die wird ausgeschaltet. Man kann natürlich auch im Umkehrschluss hingehen und da unten den Stecker ziehen. Hat aber unter anderem den Nachteil, wenn man jetzt eine längere Wartung hat, dass man dann auch dann gleich direkt eine Meldung aus der Cloud kriegt. Wenn man das über Wartung macht, wird die Pumpe auch deaktiviert. Ich gehe jetzt hin, muss über den eigentlichen Button, dann werde ich gefragt, wollen Sie den Wartungsmodus aktivieren? Und ich sage ja, fortfahren. So, und meine Pumpe hat sich jetzt ausgeschaltet und ich kann jetzt die da oben ausbauen und hier unten hinlegen. Was wir auch noch weiter brauchen, ich arbeite ab sofort mit Zitronensäure, weil ich gemerkt habe und mir auch aus mehreren Richtungen gesagt wurde, dass die Essigessenz nicht gut für die Dichtungen und Gummis sind, beziehungsweise auch für die Kabel. Handelsübliche Zitronensäure, und da steht auch die entsprechende Dosierung drauf, wie man sie reinpacken soll. Hier habe ich jetzt 5 Liter Wasser, Osmosewasser, und da packe ich dann gleich die Zitronensäure rein. Was wir noch brauchen, ist ein Werkzeug mit einem abgerundeten Ende. Also ich brauche jetzt nicht den Seitenschneider, sondern ich brauche nur dieses Ende. Das braucht man gleich, um den Motor rauszuschneiden. So, ich baue eben die Pumpe aus, dann geht's weiter. So, da haben wir das gute Stück liegen. Und dann fangen wir mal an, die zu zerlegen. Lässt sich ja eigentlich sehr einfach zerlegen, beziehungsweise, ziehen wir die entsprechenden Sachen hier mal ab und packen sie einzeln ins Wasser. Okay, hier ist nicht so viel Dreck dran. Hier kann man dann im Endeffekt auch ein kleines bisschen sehen, da ist eine Schattierung drauf, aber das ist alles nicht wirklich so wild. Also das, bis hierhin ist es ja noch recht einfach. Dann haben wir hier drauf noch eine Kupplung. Dann gehen wir auf die andere Seite und machen das gleiche Spiel. Und, kommst du runter. Der Schneckenschutz ist übrigens sehr gut, das hat sehr gut geholfen, aber ich vermute auch mal, dass der ein wenig an Leistung verliert, beziehungsweise dazu beiträgt, dass das Ganze nicht so viel Leistung hat. Es nimmt garantiert ein bisschen was weg. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich im Endeffekt bei mir auch Täubchenschnecken drin habe. Und ja, wie man hier sieht, da sind die guten Tierchen, die sich dann hier überall reinsetzen. So, dann haben wir hier unten den Schieber, der muss weg. Der hält im Prinzip den Motor fest. Dann kann ich das komplette Teil hier abnehmen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier zu wenig Platz drin habe. Dann müssen wir 50-50 machen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, hier haben wir noch eine Kupplung auf der roten Seite. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo viele verzweifelt sind. Wir haben hier einmal eine Seite, die ist komplett glatt. Und wir haben hier eine gezackte Seite. Und hier innen drin, das ist die Abdeckung, die im Prinzip den
Motor bzw. den Anker an sich hält. Und wir müssen jetzt von der grünen Seite zur roten Seite durchdrücken. Das geht aber mit dem Finger relativ schlecht, weil dieser Ring hier sehr auf Press drin ist. Deshalb nehme ich dieses abgerundete Werkzeug, beziehungsweise man sollte auch was nehmen, was ummantelt ist, weil das ist ja Keramik hier. Wenn ich da jetzt mit Metall drauf gehe, dann kann es sein, wenn ich falsch drücke, dass ich was abbreche. Also ich setze das im Prinzip an und muss es tatsächlich mit ein bisschen Kraft, wie man jetzt sieht, das funktioniert hervorragend, so, mit ein bisschen Kraft rausdrücken, dann habe ich diesen Ring hier. Und der Anker liegt im Prinzip dann frei. So, wir sehen, der Anker hier ist jetzt nicht mehr so viel Dreck drauf. Aber ich habe auch erst in Anführungszeichen vor einem Monat gereinigt. Die Pumpe ist, wie gesagt, das ist abhängig davon, wie viel Nährstoffe wir im Wasser drin haben. Und ich hatte im ersten Durchlauf, in den ersten zwei Monaten, hatte ich ein bisschen mehr Nährstoffe im Gesamtsystem. Und es ist halt so, dass ich das jetzt runtergekriegt habe, unter anderem hier auch mit dem NO3-Redukt von Aquamedic. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Zeug, muss ich sagen, aber kommen wir später zu, weil ich habe es im Test drin. Ja, jetzt ist der Anker raus. Ich kann im Prinzip auch hingehen und hier mit einer Zahnbürste reingehen. Ich lege das Ganze jetzt erstmal ein. Wir lassen das eine Zeit lang wirken und sehen uns dann gleich wieder. So Leute, so nach knapp anderthalb Stunden, ja, dauert ein kleines bisschen länger wie mit Essigessenz, ist damit aber auch schon da. Ja, bei dem langen Teil ist es nun mal so, dass ich jetzt hier an der Stelle noch ein bisschen was habe, weil ich jetzt nicht noch länger warten wollte. Ist aber für die Funktion irrelevant, die Teile, die sauber sein müssen, also sprich die Läufer, die Körbe und alles andere sind erstmal so sauber, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, an den Magneten ist auch grundsätzlich nichts zu beachten. Der hat keine rechts oder kein links, also sprich kein grün oder rot. Also das ist egal, den kann man wieder ganz normal reinsetzen, durchschieben. Und dann gehe ich hin und setze die Kappe einfach wieder auf. Und dann muss ich sie natürlich dann auch mit etwas Druck hier wieder reinsetzen, dass sie glatt oder fast glatt in der Buchse sitzt. Das ist der erste Punkt. Dann können wir im Prinzip hingehen und den Motor wieder einsetzen. Setzen dann von unten den Schieber wieder drauf. So, dann gehen wir hin und packen die Netze wieder über die Körbchen. Zumindest ich mache das so, weil ich ja dementsprechend Täubchen-Schnecken habe und somit diesen Schutz da oben brauche. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Schutz nicht drauf ist, dass die Pumpe weitaus leistungsfähiger ist, als wie sie jetzt ist. Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal aus ohne. Ich lasse sie raus, baue die Pumpe ohne die zusammen und dann schauen wir uns mal die Leistung an, die sie dann bringt. Gut, dann müssen wir die Kupplungen aufsetzen. Bei denen gibt es keinen Unterschied. Die passen auch nur in eine Art. Ich muss den Finger zu voll nehmen. Kurz schauen. Schön gerade von oben raufsetzen, damit die Achse nicht beschädigt wird. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Kurz gucken, wie passt das. Genau, einmal drauf. Dann setze ich grün zu grün, also grüne Seite, grüner Läufer, rot zu rot, so wie es sein soll. Und rote Seite, roter Schutzkorb bzw. auch Strömungsrichter. Darauf achten, dass die hinten in den... Genau, dass es leicht einrastet und dann haben wir im Prinzip die Pumpe schon wieder zusammengesetzt. Dann setzen wir sie mal ein und schmeißen sie an. Bis gleich. So Leute, ich habe das Ganze gerade eben mal Probe laufen lassen und war schwer beeindruckt. Also Fakt ist, die Netze nehmen sehr viel an Leistung weg.
kann ich euch auch ganz einfach zeigen. Ich gehe jetzt mal hin, deaktiviere den Wartungsmodus und viel Spaß im Wellenbad. Man sieht ganz eindeutig, dass da sehr viel mehr Wasser durchgeht und sehr viel mehr Wasser angezogen wird. Ja, es ist sehr viel mehr Bewegung im Becken als wie mit den Netzen. Problem ist halt, ich habe diese Schnecken drin und ich muss diese Netze einsetzen. Es ist natürlich ein Leistungsfresser und da muss ich mir dann vielleicht auch mal was anderes einfallen lassen, weiß ich noch nicht. Irgendwo zieht die Pumpe das Ganze ja auch an und vielleicht kann man in irgendeiner Form das Ganze so anbringen, dass die nur an der ansaugenden Seite, da wo die Schnecken auch tatsächlich reingehen, dementsprechend was anbringen kann. Ich lasse mir da mal was einfallen, bastel mal ein bisschen rum und werde euch beim nächsten Review darüber definitiv berichten. Gehen wir zurück zum Tisch, da kommen wir dann erstmal zum Resümee. Ja Leute, ihr habt gesehen, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man wissen muss, die leider Gottes auch nicht so wirklich aus der Bedienungsanleitung ersichtlich sind. Aber okay, wer es weiß, kann dann dementsprechend die Pumpe auch vernünftig reinigen, dann hat er wieder volle Leistung. Was mich jetzt gerade eben relativ beeindruckt hat, ist natürlich, dass wenn das Schutznetz gegen die Täubchenschnecken weg ist, dass da dementsprechend so viel mehr Power rauskommt und ja, ich werde schauen, ob ich da nicht gegebenenfalls eine andere Lösung finde. Fakt ist, so wie die Pumpe jetzt im Endeffekt ist, ohne den Schutzkorb bringt sie so viel Leistung, dass ich diese wieder komplett runterregeln musste auf 75%, damit ich im Prinzip die gleiche Leistung habe, wie ich sie vorher bei, ich sage es mal, das waren 90% im, ich sage es mal, verschmutzten Zustand mit Schutzgitter. Also es geht schon einiges an Leistung flöten durch diese, durch die Schutzgitter für die Täubchenschnecken. Ja, ihr habt gesehen, wie sie gereinigt wird, wie sie zerlegt wird, wo man dann dementsprechend noch an den Anker drankommt, um da auch noch alles sauber zu machen. Fakt ist auch, dass wenn man das Ganze mit Zitronensäure macht, dass es nicht so schnell geht wie mit Essigessenz. Spricht aber im Endeffekt auch dafür, dass das Ganze nicht ganz so aggressiv ist und so dem an die Weichteile bzw. an die weichen Plastikteile wie Stromkabel etc. das Ganze dann halt nicht ganz so aggressiv ist. Ja, gut. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich bin mit dieser Pumpe mehr als zufrieden und auch jetzt nach der Komplettreinigung ist die Pumpe schön leise und man kann sie eigentlich schon fast gar nicht hören. Wie gesagt, fast gar nicht. Im normalen Tagesbetrieb ist ja eigentlich in meinen Ohren, also ich höre sie nicht mehr. Wenn man dann nachts hier reinkommt und die Pumpe sollte dann noch in einem entsprechenden Modus laufen, dann hört man sie. Aber wie schon gesagt, es ist eine Sache, sowas kriegt man einfach akustisch relativ schlecht hin. Alles in allem bin ich mit der Pumpe mehr als zufrieden und ich denke mal, wir lassen es gut sein für heute, lassen nochmal 3 Monate ins Land gehen und dann sehen wir uns hier wieder, um zu schauen, ob die immer noch so gut ist, wie sie sich jetzt im Moment gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir bitte den Daumen da. Wenn ihr hier den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann abonniert den bitte und macht die Glocke an, damit ihr auch hört, wenn ich mal wieder einen raushaue, was momentan relativ unregelmäßig ist. Was zum Beispiel unter anderem auch noch ansteht, habt ihr wahrscheinlich gesehen, da hinten steht ein Refill-System von Aquamedic 2.0. Das werde ich mir als nächstes vornehmen. Und es ist eine neue Serie am Start, habe ich auch schon Werbung für gemacht. Ein Schweizer Kollege startet ein neues Riff und wir dokumentieren das und begleiten ihn dabei, dieses Riff aufzubauen und ans Rennen zu kriegen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mehr Vipers, mehr Wasser, Produktvorstellung. Review, was auch immer. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal, euer Ralf. Ciao.